Tja, hier wollte sich der Fahrlehrer mit mir treffen. Einsteigen und Auto starten. Okay. Guten Tag, Otto, mein Name. Und ich bin dein Fahrlehrer. Otto? Wie ein Otto-Motor? Nur Otto. Es läuft wie folgt. Jedes Mal, wenn du einer meiner Anweisungen nicht Folge leistest, mache ich hier einen Strich. Bei zu vielen Strichen bist du durchgefallen. Was bimmelt da so? Ist das... Ordne dich in den Verkehr ein und fahr weiter über die Kreuzung. Aber was ist mit dem... Und schon haben wir den ersten. Okay, ist ja gut. Ich fahr schon. Ich schwöre, das klingt Augen wie... Augen nach vorn. Entschuldigung. Und der nächste Strich. Links abbiegen. Kein Blinker für links gesetzt, der nächste Strich. Oh Mann! Erhöhe jetzt das Tempo. Wenn Sie es sagen. Jetzt nach rechts. Sind Sie sicher? Noch ein Strich. Links. Noch ein Strich, Kehrtwende. Rechts rum. Aber da ist keine... Gleich zwei Striche und jetzt fahr rechts. Ich glaube, wir sind hier fertig. Und? Wie war ich so? Durchgefallen? So, du bist durch die Prüfung gefallen. Meisterfahrer, ja? Über dein Versagen zu lachen steigert irgendwie unser Selbstbewusstsein. Nicht traurig sein, Robin. Die Erdlinge fallen häufig durch den Test des Fahrens. Verrät mir bitte jemand, wer das komische Mädchen ist? Hör zu, ich bin ein klasse Fahrer, ich bin nur kein sehr guter Prüfling. L, R, Alligator und verschwommener Fleck. Das Gute ist, ich kann den Test wiederholen, so lange bis ich bestehe. Und ich werde bestehen. Ich bin nämlich ein Meisterfahrer. Er fällt wieder durch, oder? Aber hallo. Letztes Mal haben Sie mir etwas Angst eingejagt, aber jetzt bin ich bereit. Haben Sie das gehört? Das klingt ja wie... So, das gibt wieder... Ist ja gut, kein Strich, okay? Die Musik ist ja furchtbar. Eindeutig ein Strich. Nur 3 Sekunden in der Luft? Strich... Du solltest doch durch den Cornflakes-Gang fahren. Ich weiß, das gibt wieder einen Strich. Morgen treffen wir uns dann wieder, und zwar vor dem Casino. Vor der Gelddruckerei. Am Ende des Regenbogens.